Hallo an alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zum nächsten Video. Heute aus dem Gewächshaus, nicht von draußen, weil es mal wieder regnet, wie so oft in letzter Zeit. Ich hoffe, das Geräusch ist jetzt nicht so laut hier auf dem Mikrofon. Und heute wollen wir mal, nachdem ich in letzter Zeit ja wirklich viel gemeckert habe, wollen wir heute mal auf die Erfolge in diesem Jahr zurückschauen. Soll es ja auch gegeben haben. Ich musste wirklich eine Weile suchen. Ich wollte jetzt wirklich so eine kleine Videoreihe mit nur zwei Videos machen. Fünf Erfolge 2023 und fünf Misserfolge oder Fails, wie auch immer ich es nennen werde. Und da fangen wir heute mal mit den erfreulichen Sachen an, denn das gab es tatsächlich auch in diesem sehr schwierigen Jahr. Auch wenn ich ein eigenes Video schon gemacht habe, warum dieses Jahr besonders schwierig ist, darauf gehe ich jetzt heute nicht nochmal genauer ein. Das Video könnt ihr euch anschauen, habe ich oben verlinkt. Und im nächsten Video in dieser Reihe dann werde ich nochmal auf das ein oder andere Problem noch etwas genauer eingehen. Aber heute mal wirklich die erfreulichen Dinge dieser Saison. Und da habe ich mal fünf Dinge rausgesucht. Und wir fangen mal an mit dem ersten, nämlich die Kohlernten im Sommer. Und ganz speziell muss ich sagen, der Weißkohl in diesem Jahr. Das waren wirklich Erfolge, die ich in dieser Form bisher noch nie erzielen konnte. Also in einer Größe die Pflanzen und die Köpfe. Super gesund, keine Probleme mit Schädlingen und vor allen Dingen durch die Bank weg nicht nur ein Ausreißer, eine gute Pflanze, sondern eigentlich alles, was an Kopfkohl im Sommer gewachsen ist, mit ganz wenigen Ausnahmen, war richtig gut. Vor allen Dingen, wie gesagt, der Weißkohl, der Spitzkohl war wunderbar. Das gleiche gilt auch für den Wirsing. Auch der Rotkohl, zumindest im Sommer, richtig gut. Richtung Herbst hat es dann ein bisschen nachgelassen. Aber das auf jeden Fall ein Erfolg dieses Jahr, der wahrscheinlich auch durch den etwas kühleren und nasseren Sommer zustande gekommen ist, obwohl viele der wirklich guten Wachstumsschritte, wo ich früh schon gesehen habe, das wären richtig gute Pflanzen, schon zu einer Zeit passiert ist, als es eigentlich noch relativ trocken war und diese Nässe noch gar nicht da war. Und die Nässe wurde dann später im Herbst für die Herbst- und Winterkohlarten auch eher zum Problem. Aber diese Kohlernten im Sommer in diesem Jahr, wirklich ein ganz toller Erfolg, hat richtig gut funktioniert. Und das zweite, wir gehen jetzt praktisch von den kleineren Erfolgen zu den größeren Erfolgen. Platz 4 sozusagen, der Kohl war Platz 5. Platz 4 würde ich mal so ein bisschen sammeln. Das sind so diese ersten Sätze der Sommergemüse gewesen. Die Buschbohnen, der Zuckermais, auch die Gurken und die Zucchinis. So diese vier Kulturen sind bei mir eigentlich so diese klassischen im April vorgezogen, im Mai gepflanzt oder bei den Bohnen auch im Mai dann gesät. Und dann eben die Ernte Juni und Juli. Und da muss ich sagen, in diesem Jahr auch wirklich große Erfolge. Oft ist es bei mir im Garten so, dass die ersten Sätze gar nicht mal so gut sind, sondern erst dann die zweiten, eventuell sogar die dritten Sätze erst richtig gut sind. In diesem Jahr waren zwar die zweiten Sätze auch wieder ein bisschen besser, aber vor allen Dingen die ersten Sätze waren im Vergleich zu den letzten Jahren wirklich deutlich besser. Bei den Gurken und Zucchini kam der Mehltau deutlich später, als ich es gewohnt bin. Der Ertrag war um einiges höher. Die Früchte waren auch generell einfach größer, saftiger, als ich es normalerweise gewohnt bin. Und dass generell Kulturen, die bei mir im Garten sowieso schon sehr gut wachsen, in diesem Jahr nochmal besser. Das gleiche auch bei den Buschbohnen. Auch hier die ersten beiden Sätze. Der erste vorgezogene und der erste direkt gesäte. Also vorgezogen im April, gepflanzt im Mai. Und der direkt gesäte dann auch Mitte Mai nach den Eisheiligen. Das waren wirklich Ernten, die ich bei Bohnen so gut seit fast 10 Jahren nicht mehr hatte. Also das war noch im Hausgarten in den Jahren 2013 und 14, wo ich wirklich ähnlich gute Bohnenernten hatte. Ansonsten wirklich über Jahre zwar gut funktioniert die Bohnen bei mir eigentlich immer, zumindest die Buschbohnen, aber in diesem Jahr eben wirklich so gut wie schon seit fast 10 Jahren nicht mehr. Also das auch ein großer Erfolg, muss ich sagen. Und der Zuckermais ist sowieso immer eine Kultur, die eigentlich immer richtig gut wächst bei mir. Seitdem ich da bei den Sorten umgestiegen bin, zum Thema Sorten gibt es auch Ende des Monats nochmal ein eigenes Video. Also da könnt ihr auch gespannt sein. Da bin ich wirklich sehr, ja, sehr gestärkt in meiner Meinung und in meinen Erfahrungen mit den Sorten. Aber dazu dann nochmal ein eigenes Video. Jetzt gehen wir mal weiter zum dritten Platz. Und da ist dieses Jahr die Kürbisernte gewesen. Auch wenn viele der Kulturen, die wirklich den ganzen Sommer über gestanden haben, einige Probleme hatten, vor allen Dingen in der Zeit, wo es dann nasser geworden ist, Ende Juli und vor allen Dingen im August. Die Kürbisse sind richtig gut damit klargekommen. Generell muss ich sagen, die Kürbisernte dieses Jahr eine der zufriedenstellendsten Ernten überhaupt.
habe, ich glaube, über 100 Stück geerntet. Also wirklich ein ganz, ganz großer Erfolg. Und ich glaube, dass wirklich nur 2019 hier bei mir im Garten ein ähnlich gutes Kürbisjahr war. Kürbisse hatte ich im Hausgarten nie. Also Kürbis baue ich erst an, seitdem ich hier im Garten bin, also seit 2016, gibt es bei mir Kürbis. Und da war jetzt 2023. Das zweitbeste Jahr. An 2019 kommt es nicht ganz ran. Aber gerade so die späteren Ernten, dann bei den Butternuts und auch die Riesenkürbisse, beziehungsweise die Trombetta, die Albenga-Kürbisse in diesem Jahr. Ein ganz großer Erfolg. Bin ich wirklich richtig happy mit. Hat richtig gut geklappt. Und der zweite Platz ist auch so eine Kultur, die eigentlich bei diesen Wetterbedingungen, die wir dieses Jahr hatten, eher Probleme haben müsste, von der Theorie, nämlich die Paprika. Paprika, so eine Kultur, die, wenn man da das ein oder andere Buch liest oder auf Internetseiten unterwegs ist, auf Blogs, kriegt man eigentlich immer so die Meinung vermittelt oder das Wissen vermittelt. Paprika braucht warm, mag trockenes Wetter und ist in eher kühleren und nasseren Sommer eher benachteiligt. Da kann ich wirklich aus vielen Jahren Paprikaanbau, ich meine 2011 wäre mein erstes Paprikajahr gewesen, da kann ich wirklich aus vielen Jahren sagen, je nasser das Jahr, desto besser wachsen bei mir die Paprika. Und in diesem Jahr wirklich, muss ich sagen, vielleicht sogar die beste Paprikaernte, die ich je hatte. 2015 im Hausgarten noch auch sehr gut, da hatte ich aber noch nicht ganz so viele Pflanzen. Aber ich glaube, da war der Ertrag pro Pflanze ähnlich gut, eventuell sogar noch etwas höher. Aber hier im Garten, dieses Jahr wirklich das beste Paprikajahr, was ich je hatte. Gerade im August und September. Und dann kommen wir zu meinem Platz 1. Vielleicht ist es auch was, was immer so gut läuft. Ich hatte es aber dieses Jahr das erste Mal wirklich richtig im Anbau, nämlich die Einlegegurken. Das ist sowas, was ich wirklich super gerne esse. Grundsätzlich mag ich eigentlich alle Kulturen, die man irgendwie roh essen kann oder unverarbeitet essen kann, dann auch in diesem rohen und unverarbeiteten Zustand lieber als in irgendeiner Form verarbeitet. Ob das jetzt bei Früchten ist, da mag ich die vom Baum oder vom Strauch geernteten Früchte viel lieber als dann nachher verarbeitet oder auch generell bei allem, was an Gemüse verarbeitet werden kann, was irgendwie roh gegessen werden kann, schmeckt mir roh am besten. Anders bei den Gurken. Grundsätzlich Gurken bei mir, eingelegte Gurken, die Form, wo ich Gurken wirklich am liebsten esse, mein Leben lang schon. Mir ist immer erzählt worden, dass meine Oma das so und so gemacht hat und dass das früher immer ganz toll gewesen ist. In meiner wirklich bewusst wahrgenommenen Gartenzeit hat es meine Oma dann aber nie wieder gemacht. Das war wirklich noch zu früheren Zeiten. Und ich bin nie in diesen Genuss gekommen, die Gurken von meiner Oma zu essen. Aber ich habe es praktisch nach dem Rezept gemacht oder nach der Art gemacht, wie es meine Oma mir noch erzählt hat, dass sie es früher gemacht hat. Und ich muss sagen, das war in diesem Jahr auch rein vom Anbau und von der Ernte her ein Riesenerfolg. Ich habe über 100 Gläser Gurken eingekocht über das Jahr. Also wirklich unfassbare Mengen. Wir haben auch immer noch bestimmt 30 oder 40 Gläser übrig. Also wir haben, würde ich jetzt mal schätzen, etwas weniger als die Hälfte verbraucht. Habe auch einige abgegeben, so ist es nicht. Aber ich würde mal schätzen, so knapp die Hälfte von dem, was für uns selbst zur Verfügung stand, ist noch übrig. Die Ernte wirklich riesig und auch das Einkochen hat richtig gut funktioniert, dafür, dass ich es das erste Mal gemacht habe. Eigenes Video gibt es auch schon, verlinke ich euch auch mal. Und das auch wirklich was, wo ich sagen muss, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich probiere das dieses Jahr mal aus. Werden schon irgendwie 5 bis 10 Gläser bei rumkommen, dass ich mal so ein paar verschiedene Rezepte ausprobiere. Aber es hat wirklich vom ersten Einkochen an super geschmeckt. Und dann habe ich so weitergemacht. Sind auch alle noch gut. Es war nicht ein Glas dabei, was nicht gut war. Also da bin ich wirklich auch richtig stolz drauf, dass das so gut funktioniert hat. Und auch da die Ernte in diesem Jahr. Ein toller Erfolg. Deshalb würde ich wirklich sagen, die Einlegegurken in diesem Jahr, für mich ganz persönlich, der größte Erfolg 2023. So viel auch schiefgelaufen ist, es war einiges dabei, was richtig gut geklappt hat. Und im nächsten Video, ich denke mal, das kommt dann genau in einer Woche. Sicher bin ich mir noch nicht. Schauen wir dann auf die Misserfolge zurück in diesem Jahr. Da wird es wirklich schwierig, 5 Stück rauszupicken, weil da gibt es deutlich mehr in diesem Jahr. Aber auch das wieder ein Video, wo ich vielleicht euch ein bisschen, ja, auch den Gedanken nehmen kann, dass ihr vielleicht an Misserfolgen in gewisser Weise selbst schuld seid. Das ist im Zweifelsfall eigentlich nie der Fall, weil im Garten kann man alles richtig machen. Wenn das Wetter nicht passt, wenn ein Schädling kommt, wenn irgendeine Krankheit kommt, kann man alles richtig gemacht haben. Es funktioniert trotzdem nicht. Deshalb möchte ich vor allen Dingen diese Misserfolge-Videos
auch die Probleme von 2023, das Video ist schon online, und dann eben die Misserfolge bei mir, wirklich ganz speziell 2023, möchte ich wirklich diese Videos nutzen, um euch auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass da vielleicht was an euch gelegen haben könnte. Aber selbst wenn, beim Gärtnern lernt man nie aus. Auch ich in meiner 15. Gartensaison lerne jedes Jahr noch viel dazu. Das wird auch in 15 Jahren noch nicht anders aussehen. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, auch bei diesem sehr theoretischen Video, wo ich eigentlich nur da sitze und erzähle. Und wünsche euch eine schöne Adventszeit. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei, bunter.nutzgarten. Bei Fragen, die immer gerne rein damit in die Kommentare. Und gerade in diesem Video würde es mich echt interessieren, wenn ihr vielleicht auch eure Top 5 in diesem Jahr mal auflistet. Vielleicht war es ja ganz ähnlich wie bei mir oder ganz umgekehrt, dass genau die Sachen nicht funktioniert haben und andere Sachen richtig gut. Würde mich auf jeden Fall interessieren, deshalb rein damit in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video.